Kann ich das mit der Mutter annehmen, oder? Was? Jere, die Wokuschilka. Das ist mal eine Perspektive auf den Sendemast. Ich höre da hinten, das, was ich vorher ausgeführt habe, trifft ja nur die Situationen, wo man jetzt schon weiß, da ist ein Gast da, der hat eine Buchungsbestätigung oder Sie selber. Natürlich können Sie in dieser Zeit Privatbesuch empfangen. Der wird halt bei der Kontrolle dann sagen, ich fahre zu einer nach Gleis, nach Grün, dort dahin. Das wird jetzt nicht bis in das letzte Detail geprüft, sondern wir schauen uns das halt an und dann von der Fahne. Ich bitte Sie einfach auch, Ihren Freunden, Ihren Verwandten, die Sie da in der Zeit besuchen wollen, zu sagen, dass es halt nicht so ist wie sonst immer, dass man einfach hinfahren kann und dann ist man da, sondern dass es zum einen vielleicht irgendwo mal einen Stau gibt, dass es mal eine Polizei gibt, die kontrolliert. Im schlimmsten Fall, wenn die keine solchen Wagenkarten oder sonstigen haben, kann man sogar mal zweimal kontrolliert werden. Da bitte ich einfach, weisen Sie es darauf hin, aber selbstverständlich nehmen Sie jeden Besuch, kriegen den Sie wollen. Wir wollen ja Sie nicht einschränken in der ganzen Geschichte. Also wir werden das schon entsprechend prüfen, aber sonst bitte dem Besuch, der zu einer kommen will, was auf die zukommt. Die andere Frage war mit den Demonstrationen. Zum einen wird sicherlich das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen das auch immer wieder über die Medien bekannt geben, wie dann der Stand der Dinge ist, wie dann die Versammlung angezeigt und letztlich dann auch über einen Bescheid des Landratsamtes so verfügt wurde. Da kann man dann genau nachlesen, wo das ist. Wir werden sicherlich auch im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit darauf eingehen, weil wir natürlich versuchen wollen, Ihnen dann zu sagen, wenn die Versammlung da und da ist, dann kann es da zu Sperrungen kommen, dann kann es da einfach, weil diese Verkehrsfläche durch Versammlungsteilnehmer belegt ist und man kommt da nicht hin. Also Sie werden es vermutlich aus zwei Kanälen hören, zum einen vom Landratsamt und zum anderen auch von uns. Wir werden Sie dort informieren. Denn Sie sollen ja nicht einfach überrascht werden, wenn Sie irgendwo hinfahren und sagen wollen, jetzt ist da eine Demonstration mit 10.000 Teilnehmern und die kommen jetzt da nicht mehr durch. Also das werden wir gewährleisten können. Freut mich sehr, dass Sie alle gekommen sind, um sich Schloss Elmer anzuschauen. Ich zeige Ihnen gerne alles oder einiges. Wir wissen noch nichts und das, was wir wissen, dürfen wir nicht sagen. Der Anflug ist eigentlich sehr hoch.
wirklich der Hubschrauberlandeplatz ist jetzt ohne große Störungen für die Natur sehr gut angelegt worden. Das war ja ein großes Diskussionsthema im vergangenen Jahr, denn zunächst wurde über andere Orte für die Hubschrauberlandungen geredet, wo wir dann auch, denke ich, dem Bundeskanzleramt nahe konnten, dass es nicht sinnvoll wäre, beispielsweise eine FFH-geschützte Fläche in Anspruch zu nehmen. Das konnte alles wirklich problemlos geregelt werden. Dieser Wanderparkplatz ist jetzt vorübergehend befestigt. Die Teerdecke, die jetzt für die Hubschrauber vorhanden ist, wird nach dem Besiedeln wieder beseitigt werden. Dann wird der wieder als Wanderparkplatz wie früher hergerichtet werden. Also auch ein Beispiel einfach, wie wir wirklich versuchen, die ganzen Maßnahmen wirklich möglichst umweltgerecht zu organisieren. Für die technischen Daten übergeben. Das ist die Halle 2. Hier ist mehr der Schneideraum, hat der Eisenberger vorhin schon gesagt. Ist auch leichter zum Umbauen. Wir haben hier nur eine Tribünenreihe. Und hier ist jetzt nicht so der Hauptarbeitsplatz der Journalisten, also wo jetzt dann Interviews und so weiter verarbeitet werden, sondern da wird das Ganze eher bearbeitet. Für die Erbe, Nachhaltigkeit, das sind die Themen. Und natürlich wird für den Bereich des Brandschutzes auch was getan. Dieser Bereich hier wird zum Beispiel eine Sprühnebellöschanlage bekommen. Das hat es halt vor 20 Jahren noch nicht gegeben. Und das dient dann der Sicherheit und eben nicht bloß, wenn das Pressezentrum ist für ein G7, sondern da freuen wir uns auch für die Nutzung danach, egal ob Eishockey, Kultur, was auch immer. Das ist Ich habe die Umfrage gehabt, die hat das gleich.